Cashflow ist King. In diesem Video siehst du, wie wir zwei jungen, tollen Familien neuen Wohnraum geschaffen haben, eine Gemeinde von einem bösen Drogendealer befreit haben und am Ende mit diesem Mehrfamilienhaus noch einen grandiosen Cashflow erzeugen. All das in diesem Video. Let's get into it. Der Lukas Show. Auf meinem Kanal hier geht es rund um das Thema Immobilien und Investieren in den USA. Ich selbst lebe hier in dem Großraum Philadelphia an der Ostküste der USA und investiere hier auch in verschiedene Projekte, Ein- und Mehrfamilienhäuser. Anhand eines Mehrfamilienhauses unter dem Projektnamen Bloody Mary kannst du miterleben und auch direkt nachvollziehen, wie so eine Immobilienakquise und so eine Renovierung hier ablaufen kann. Ehrlich gesagt, die meisten Immobiliendeals und auch deren Verwaltung, das ist stinklangweilig. Aber in diesem Haus, Bloody Mary, der Name hat es einfach getroffen, da gab es wirklich alles. Polizeieinsatz. Wir hatten Urkundenfälschung und Betrug vom Verkäufer und seiner Maklerin. Wir hatten einen drogenabhängigen und drogendealenden Mieter, der gerichtlich geräumt werden musste. Und am Ende hatten wir auch noch Renovierungsarbeiten. Also dieses Haus hat wirklich alles gehabt, jede Box gecheckt. Die komplette Bloody Mary Saga, die kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Ich habe dir alle Folgen zu dem Thema Bloody Mary als einzelne Playlist zusammengestellt. Den Link findest du jetzt hier oben, aber auch in der Beschreibung unter dem Video. Da kannst du dir mal alle Bloody Mary Folgen nacheinander anschauen. Viel Spaß damit. Das Haus ist nun komplett renoviert und erfolgreich an zwei junge Familien vermietet worden. Ob sich der Aufwand mit diesem Haus, die Kosten und der ganze Ärger mit Spoonie, diesem Mietnomaden, ob sich das jetzt am Ende gelohnt hat, das erfährst du ganz am Ende dieses Videos. Da zeige ich dir nämlich, wie viel Taschengeld so eine Investition abwerfen kann. Da kommen wir schon zum nächsten Thema, dem Aufwand. Da kann man nämlich sagen, der Zeitaufwand und der Kostenaufwand für dieses Haus waren enorm. Kommen wir zum Zeitaufwand. Also vom Kauf über die ersten wichtigsten Renovierungsarbeiten bis hin zur Eviction, also der Zwangsräumung vom Spoonie, diesem Mietnomaden, bis hin zur erfolgreichen Neuvermietung vergingen so circa 6 Monate. In diesen 6 Monaten hat dieses Haus wirklich nur Zeit und Nerven gekostet. Da sind wir auch schon bei den Kostenaufwendungen. Also das Haus hat einen Kaufpreis von $196.000. Und die gesamten Kosten, das heißt die Renovierungsarbeiten, Gerichtskosten zur Zwangsräumung von Spoonie und so weiter, also Gesamtpaket, waren ca. $44.000. Was gibt es für $44.000? Die großen Positionen auf dieser Rechnung waren die Entrümpelung. Also die Jungs mussten mehrmals mit dem Container kommen, der alte Teppich musste raus, Spoonie hat jede Menge Möbel dagelassen, im Keller war eine Menge Schrott. Das musste alles raus. Hinten war eine Menge Schrott auf dem Platz hinter dem Haus. Das siehst du nachher noch. War eine Menge Schrott. Das musste weg. Also Containerarbeiten, Entrümpelungsarbeiten. Ein neues Dach musste gemacht werden, weil das alte Dach wurde nie gepflegt, gewartet. Es ja, hat halt reingeregnet. Das muss gemacht werden. Dann gab es dann noch so auf dem Kamin so Cappings drauf, dass es auch da nicht reinregnet. Also das komplette Dach musste gemacht werden. 2 neue Wasserheizer. Ja, durch Zufall sind spontan über Nacht beide Wasserheizer kaputt gegangen. Sowas passiert nicht, aber das war in der Zeit, als Spoonie noch da drinnen wohnte. Frag nicht warum, 2 neue Wasserheizer mussten her. 2 neue, komplett neue HVAC-Systeme. Also HVAC steht für Heating, Ventilation und Air Conditioning. Also Heizung und Kühlung für beide Apartments mussten komplett erneuert werden. Jede Menge Rohr- und Abwasserarbeiten mussten gemacht werden. Es gab alte Rohre, die waren falsch verlegt, schlecht verlegt, gerostet, was auch immer. Das musste komplett gemacht werden. Neuer Teppich. Der Teppich vom Spoonies Wohnung, der ging überhaupt nicht mehr, im Treppenhaus auch nicht, da waren Hundehaare drin, alles. Das waren Jahrzehnte von Schmutz. Eine neue Küche, Spoonies Küche, da oben, was der da gekocht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die ganze Küche musste raus, musste neu gemacht werden. Wir hatten auch noch die kompletten Malerarbeiten fürs Haus, also er hat in seiner Wohnung geraucht, zum Glück nur Zigarette oder was auch immer. Auf jeden Fall musste das alles neu geprimed, also grundiert werden, geschliffen werden und so weiter und so fort. Das heißt, die ganze Wohnung, das ganze Haus und die ganze Wohnung unten mussten beide neu gestrichen werden. Und hinzu kommt auch noch jede Menge Kleinkram, Elektrik hier, Kabel da, Steckdose dort und so ein Krams. Alles in allem für dieses Haus die gesamten Renovierungsarbeiten plus natürlich die Gerichtskosten, 44.000. Kommen wir zum Hausdurchgang. Jetzt habe ich lange genug über das Haus geredet. Schauen wir es uns an. Halt, bevor wir jetzt reingehen, noch eine Bitte. Lass mir ein Like da, wenn dir meine Themen gefallen und ein Abo, falls du das bisher vergessen hast. Das kostet dich gar nichts und hilft meinem Kanal. Danke dir.
So, Bloody Mary. Das sind zwei Apartments. Fangen wir im Keller an. Was ist passiert? Was man hier schon sehr gut sehen kann. Der Teppich hier ist komplett neu. Treppenhaus, neuer Teppich. Alles neu. Was haben wir noch? Zwei neue Gas-Wasserheizer. Nigelnagelneu. Die sind beide per Zufall zeitgleich ausgefallen, als hier noch dieser Squatter, Hausbesetzer, Mietnomade, you name it, als der noch hier drin gewohnt hat, sind zufällig beide zeitgleich ausgefallen. Dann gab es noch eine gravierende Änderung, die wir hier gemacht haben. Wie du hier siehst, haben wir hier einen Gasboiler. Also das sind so Radiatorheizungen. Die Paneele können wir uns oben gleich nochmal anschauen. Beide Wohnungen hatten faktisch denselben Heizer. Die untere Wohnung hatte hier eine alte, ja, Heatpump, also eine Wärmepumpe stehen für die Klimaanlage, eigentlich nur für die Kühlung im Sommer, und für den Winter waren diese Baseboards, Heater, Gasheizer hier für die untere Wohnung. Das heißt, wir haben das ausgetauscht, wir haben einen dieser Heizer gestrappt, also rausgebaut und verkauft sozusagen. Und dafür hier eine größere Einheit eingebaut, sodass wir nur noch ein Heizsystem haben. Auch das Ding läuft mit Gas. Ist jetzt nicht fancy, also hier haben wir eine Kondensatpumpe. Dann haben wir hier noch Zuluft, Abluft und Kondensatwasser, Heizmittel, Kühlmittel, alles da. Und hier oben die Ducts, also die Ventilationsschächte, waren schon da. Und die sind auch ausreichend und das funktioniert auch für diese neue Anlage. Die ist ein bisschen zu groß für das kleine Haus, aber kühlt es runter im Nu. Dann haben wir hier Waschmaschinen, Trockner für jedes Apartment ein Set. Das ist ganz praktisch. Hier hinten ist jetzt auch mal alles sauber. Also das war hier echt krass verdreckt. Da waren die Jungs zweimal da mit Container allem drum und dran. Dann haben wir hier den Storage-Bereich, also unseren Abstellkammer für jedes Apartment 1. Und hier siehst du auch eine Neuerung bzw. ein Feature, was es die Verwaltung recht einfach macht. Und zwar haben wir hier getrennte Wasserkreisläufe, also zwei Wasserrohren. Jedes Apartment hat ein eigenes Zuwasser, also eine eigene Wasserrechnung, eigene Gasrechnung und eigene Stromrechnung. Hervorragend. Also, das heißt, keine Fixkosten für den Eigentümer. Und dann haben wir hier sozusagen diesen, ich habe es immer Mörderraum genannt, also irgendeiner wollte, dass hier unten in diesem Zimmer jemand nicht rein oder rauskommt, je nachdem, wie man es nennt. Da hinten ist noch Sideline, kann man so anschauen. Da haben wir hier hervorragend Teppich. Jetzt nicht mein Fall, aber viele Leute wollen das. Auch hier haben wir noch diese Baseboard Heats, die funktionieren aber nicht mehr, weil wir jetzt hier natürlich warme und kalte Luft kriegen. Ja, genau, also das hier unten ist faktisch ein Schlafzimmer. Die Stadt betrachtet es auch als Schlafzimmer. Interessanterweise, wir haben es abgenommen bekommen, also das ist ein 3-Schlafzimmer-Apartment. Ein Paneel fürs Haus, ein Paneel für den ersten und ein Paneel für den zweiten Stock. Also auch neu gemacht, da war auch Rost drin, aber das ist vom Verkäufer noch gemacht worden, das mussten wir nicht machen. Deswegen ist der Deal einfach gut. So, dann haben wir hier unten noch ein Badezimmer. Hier hatten wir so eine Art Schimmelbefall. Das sah vorher schlimmer aus. Dann haben wir hier noch so eine Deckenlampe. Das war ein Problem von der Stadt, weil hier war auch ein Ventilator drin. Und dieser Ventilator hat nirgendwohin ventiliert. Also da kam wohl auch der Schimmel her, beziehungsweise es war ein Wasserfleck, glaube ich eher. Auf jeden Fall war die Auflage der Stadt: Hier muss eine Abluft geschaffen werden, damit auch dieser sagenhafte Ventilator auch irgendwo hin ventiliert. Das haben wir dann auch gemacht. Da gibt es so eine, nennt sich Flexpipe, die kommt hier oben raus und geht hier einfach mit in die Trocknerabluft rein. Fertig ist dann hochprofessionell dran getüttelt, aber vollkommen egal. Ja, was haben wir hinten noch? Eigentlich nichts Gravierendes. Also hier noch eine Werkbank. Immer eine Menge Werkzeug rumgelegen. Hier haben wir noch einen Eingang und einen Ausgang, je nachdem. Da ist mein Hausmeistertruck. Hier hinten muss man auch eine Menge Müll wegräumen. Der Garten, die Grünanlage hinten sieht wieder aufgeräumt aus.
bisschen gepflegt. Hier war auch eine Menge Müll. Also das war grandios, was hier alles rumlag. Das ist die neue Klimaanlageeinheit. Genau, da haben wir hier ein bisschen... Eigentlich mussten wir hier nichts machen. Wir hatten überlegt zu streichen, mussten wir nicht. Was du jetzt oben siehst, genau da in der Mitte, also praktisch da. Das ist die neue Minisplit-Anlage. Dafür haben wir zwei Units. Eine für mit zwei Anlagen von innen und eine mit einer. Das siehst du hier an der Seite. Und da ist die Klimaanlage für das obere Apartment jetzt sozusagen fest verbaut. Gehen wir hier wieder rein. Genau, hier hat man ein paar Wasserprobleme. Das haben wir mit Zement an der Seite vom Haus eigentlich ganz gut lösen können. Dass es da quasi so einen Berm, also einen kleinen Hügel gibt, dass das Wasser abfließt. Die Elektrik-Klingelanlage ist immer noch überragend, aber sei es drum, vollkommen egal. Ja, also das findet recht guten Zuspruch hier unten auch mit diesem extra Zimmer. Also das ist ganz interessant. Dann gehen wir mal hoch durch die Apartments. Also hier der neue Teppich. Komplett. Durchs ganze Haus, zumindest im Treppenhaus und oben. Da haben wir jetzt ein bisschen älteren Holzfußboden, aber das ist eigentlich egal. Der sieht immer noch schön aus, der wurde nur ein bisschen aufpoliert. Diesmal nicht mit einer Maschine, sondern wirklich nur mit Putzmittel. Und das sind diese Baseboard Radiators, die ich meinte. Also das sind diese Heizungen, die alte Heizungsanlage, die ist hier unten nicht mehr verbunden. Die ist kaputt. Aber die haben wir jetzt hier nicht rausgemacht, weil muss nicht sein. Der hat die Trockenwände nochmal neu machen müssen, streichen, alles drum und dran. Ja, diesen hochwertigen Kronleuchter gibt es natürlich dazu. Der wird mitvermietet. Einfache Küche, da haben wir jetzt einfach wirklich nur die Cabinets gestrichen. Und die Jungs haben hier oben ein bisschen gepfuscht. Das war das Fliesenmuster vorher. Sei es drum. Wir haben eine Mikrowelle, wir haben den Geschirrspüler. Wir haben sogar einen In-Sink-Aerator hier. Also da kannst du deine Chicken Wings reinwerfen und die kommen als Matcha-Pampe gerührt unten wieder raus. Klingt ein bisschen gefährlicher als es ist. Ja, das oben funktioniert auch. Alles noch funktionstüchtig. Einfach gehaltener Kühlschrank. Dann haben wir hier oben die zwei anderen Schlafzimmer. Also hier ist jetzt ein Schlafzimmer. Das hat einen hervorragenden Einbauschrank. Also gleich mit Schreibtisch, allem drum und dran. Also das irgendwie mögen das die Leute. Das ist ganz witzig. Also das war schon drin. Da haben wir jetzt nicht viel machen müssen. Ja, bleibt auch so. genau. Ventilator, Fußboden, Holz. Also das ist eigentlich ganz schön gemacht. Und das ist das zweite bzw. dritte Schlafzimmer, wenn man das unten gleich mitzählt. Von hier aus kommt man auch raus. Auf dem Balkon direkt Gartenzugang. Und natürlich auch mit Kleiderschrank. Das Badezimmer. Sehr einfach gehalten. Die Fliesen sind übermalt, aber das war vorher schon so. Die Badewanne, die hat eine Farbe zum Niederknien. Da musste eigentlich jetzt nicht viel gemacht werden, nur ein bisschen sauber gemacht werden. Da haben wir uns ein bisschen geschrubbt. Hier haben wir neue Armaturen. Das ist Baumarktqualität, leicht vollkommen. Gehen wir mal nach oben und schauen uns das andere Apartment an, das Apartment 2. Also hier nochmal den Teppich. Also das war richtig ekelhaft, diesen Teppich zu entfernen. Das hat gestunken, die Hexe. Also der vorhergehende Mieter, Hausbesetzer, der hat hier lange drin geraucht und gelebt und gehaust. Und der Teppich sah entsprechend aus. Also den hat er wirklich runter gewohnt. Dann haben wir hier das Apartment 2. Hier haben wir noch die Baseboard Heats. Die sind sogar noch intakt. Der Floorplan ist eigentlich derselbe. Die Aussicht ist ein bisschen besser. Hier haben wir die Schienen. Da drüben ist ein Pool, also eine so ein Freibad, das nennt sich hier Swim Club. Da haben wir eine niegelnagelneue Küche. Und hier oben ist diese eine Mini-Split-Einheit.
da kommt noch Farbe drüber. Dann haben wir hier die neue Küche, der Ofen, also der Stove, der fehlt noch. Der kommt wieder, der war kaputt, den sie geliefert hatten. Die Küche, die hat eine Transformation hinter sich, das ist sagenhaft. Also das sieht richtig gut aus. Da kam richtig was raus. Schön. Also hier neue Quartz, Arbeitsplatte, Geschirrspüler, die Cabinets, also diese Küchenschränke, das ist wirklich Baumarkt. Also das ist nicht irgendwie der super fancy Shit, sondern das ist wirklich Baumarkt. Dann haben wir hier noch Mikrowelle mit Licht. Zumindest von unten, also da kommt dann der Herd drunter. Ja, also der Fußboden, wie gesagt, der musste neu, das ging nicht. Da kam noch Schallschutz unten drunter, das ist die bessere Variante. In anderen Mehrfamilienhäusern haben wir das so, dass wir da mit LVP, also mit Luxury Vinyl Planks gearbeitet haben, aber die Erfahrung sagt, dass Mietparteien, die übereinander wohnen, da ist Teppich einfach die bessere Wahl. Da gibt es weniger Diskussion, weniger Lautstärke und weniger Beschwerden. Das ist einfach mal leiser. Hier gibt es so eine Trittschale dazwischen, so eine Gummischicht oder was. Und der Teppich oben drüber. Also wie gesagt, vom Layout hier dasselbe. Da ist die andere Minisplit. Also jedes Apartment hat eine Minisplit. Und die Dinge, die sind ja echt fantastisch. Also eine normale Klimaanlage, die hört irgendwie auf, wenn so 10, 15 Grad Unterschied sind zwischen draußen und drinnen. Da macht die nichts mehr. Aber die Minisplits, die interessiert das nicht, die kühlen einfach weiter, völlig schmerzfrei. Das, was eingestellt wird, das kühlen die runter. Und hocheffizient, also energiesparend vom Feinsten. Der Grund, warum wir uns für die Dinger entschieden haben, ist ganz einfach, diese Window Units, die hier sehr verbreitet sind, die sind einfach kurzlebig, laut, uneffizient und die Mieter zerrammeln da meistens die Fenster. Sie bohren dann die Löcher rein, bauen sie aus, bauen sie ein, wie sie lustig sind. Oh, und da gibt es immer Diskussionen. Und bei dem Ding, das ist das erste Mal, dass wir das ausprobieren, gibt es keine Diskussion. So die Hoffnung. Dann hatten wir hier oben noch eine Herausforderung mit diesem Badezimmer. Und da oben war schön Schimmel überall. Dieser Fan, Deckenfan wurde ausgetauscht. Der ist auch hingelesen. Die Fliesen sind geglazed, also wirklich überstrichen. Und die Badewanne hier, die hatte auch so eine Farbe zum Niederknien und die ist auch neu gestrichen. Hervorragend. Wir werten das Ganze gleich auf. Wir haben hier auch einmal neue Armaturen, die sind noch nicht geputzt. Aber es ist ein sehr einfaches Layout, sehr einfaches Bad. Und die Nachfrage nach solchen Wohnungen ist aktuell der Wahnsinn. Also wir haben, glaube ich, 20, 25 Bewerbungen. Wirkliche Werbungen mit Hintergrundüberprüfung, allem drum und dran. Und eine Nachfrage, die ist sagenhaft. Also ist im Endeffekt recht gut geworden. Kaufpreis 196.000. Reingesteckt sind es jetzt ca. 40.000 bis 50.000. Und der aktuelle Wert bei Zillow, zumindest dieser Zestimate bei Zillow, der sagt zwar nicht viel aus, oder man kann nicht viel auf den geben, aber gibt einen Indikator. Der sagt doch schon mal aus, dass das eine richtige Anlage hier ist. Cool. Kommen wir zu den Zahlen. Beide Wohnungen wurden umgehend nach der Renovierung innerhalb weniger Tage vermietet, erfolgreich vermietet. Du kennst den Kaufpreis von diesem Haus, 196.000 Dollar, und du kennst auch schon die Renovierungskosten von 44.000 Dollar. Aber jetzt schauen wir uns mal die Einnahmenseite an und ob das ein Renditeobjekt ist. Und hier siehst du jetzt die Zahlen. Also der Kaufpreis, wie gesagt, 196.000.
Dann ist das Ganze eine Bankfinanzierung mit 25% Eigenkapital auf 25 Jahre und zu 4,10% finanziert. Closing Costs 3,3%, also 6.500, und hier sind die Reparaturkosten von 44.000 einfach mal einkalkuliert. Steuern, die sind ein bisschen höher, aber nicht allzu hoch, 5.505, die Versicherung mit 850, die Hausverwaltungsfee und die Maintenance-Fee sind in diesem Fall nur 10% und $150 verlangt die Gemeinde jedes Jahr dafür, dass sie hinkommt und inspiziert. Alle anderen Kosten, wie zum Beispiel Wasser, Elektro, Gas, ist alles getrennt, geht direkt auf die Mieter. Das heißt, die Eigentümer haben damit nichts zu tun. Diese Fixkosten gibt es in diesem Haus nicht. Die Einnahmenseite. Hier haben wir beide Apartments vermietet. 1.400 gibt es für das obere Apartment und 1.450 für das untere, weil das nicht so doll renoviert ist und noch ein extra Schlafzimmer und Badezimmer hat. Rechnen wir mit einem Leerstand von 5%. Das ist aber in dem Fall eh weniger, weil der Leerstand war faktisch nicht da. Also das Haus war renoviert, auf dem Markt, weg. Ja, das Multiple, also der Faktor für dieses Objekt ist 7. Die Brutto-Mietrendite ist 14% und Cash-on-Cash ist 5%. Wenn wir jetzt noch den Principal mit einrechnen, das heißt, das Equity im Haus kann man direkt mit einrechnen, weil es gibt keine Vorfälligkeitsentschädigung. Wenn Sie jetzt die Investorengruppe hier entscheidet, das Haus zu verkaufen, könnten Sie das jederzeit tun, keine Vorfälligkeitsentschädigung. Und jeder Monat, der einbezahlt und getilgt wurde, ist Equity. Und deswegen kann man das mitrechnen, das heißt 13%. Was heißt das jeden Monat? Jeden Monat heißt das hier aktuell mit einer Bankfinanzierung, da gibt es $811 Taschengeld. Gar nicht so schlecht, oder? Natürlich findest du den Link zu den Zahlen auch in der Beschreibung unter dem Video. Da kannst du dir alle Zahlen nochmal als Excel runterladen und selber nachrechnen. Ach, und wenn du schon da unten bist, den Like nicht vergessen. Ja. Als Fazit im Nachhinein muss ich sagen, war die Aktion mit diesem Spoonie, ja, die war schon blauäugig. Da sind wir sehr blauäugig rangegangen. Und das wird bei neuen Objekten auch geändert. Nichtsdestotrotz, die Gemeinde freut sich. Da sind jetzt zwei neue Familien eingezogen. Da ist Wohnraum geschaffen, toller Wohnraum. Die Gegend stimmt, ist aufgewertet. Da finden immer Grillfeste statt. Die Nachbarschaft freut sich. Ja, und wir als Investoren, hey, das Taschengeld ist gar nicht schlecht, oder? Der Cashflow von diesem Objekt stimmt. Also als eBayer würde ich sagen, gerne wieder. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.